Hallo zusammen, mit Amber vom Naturzentrum Thurauen. Mein Sommerferientipp für euch ist, nehmt ein Bötchen, ein Gummibötchen oder ein Kanu oder so, das ihr habt, und geht ab ins Wasser, am besten am Morgen früh oder am Abend, wenn die Sonne fast untergeht. Geht in alle Fingern auf Tour und lasst euch runtertreiben. Macht vielleicht noch einen Zwischenstopp beim Eckrank oder bei der Familienfeldstelle. Unterwegs haben wir nämlich gute Chancen, um ein bisschen schöne Vögel gesehen, wie zum Beispiel den Pirol oder den Eisvogel. Wenn ihr ganz viel Glück habt, sehen wir sogar den Fischadler oder das paddelt den Biber vor euch fürs Bötchen und begleitet euch noch ein Stück weit. Und wenn ihr am Schluss dann auf der Rhein landet, könnt ihr hier in Rüdlingen noch aussteigen und einen schönen Abschluss Köpfler ins Wasser machen, um euch abkühlen.